Mit diesem absoluten Gänsehaut-Moment. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem YouTube-Kanal. Diablo 2 Resurrected hat es zu mir geschafft und wir werden dieses Spiel rauf und runter spielen, das kann ich euch versprechen. Wir werden mehrere Charaktere durchspielen bis Schwierigkeitsgrad Hölle. Wir werden wahrscheinlich kein Level 99er spielen, das ist eher was, für so viel habe ich leider keine Zeit. Aber wir werden dementsprechend das Spiel zweimal auf jeden Fall durchspielen. Einmal mit einer Zauberin jetzt am Anfang und dann parallel eigentlich fast noch mit einem Paladin, einem Hammerdin, der mit Hammer ausgerüstet ist. Ich werde noch sehr, sehr viel dazu erklären. Allerdings werden wir mit der Zauberin beginnen. Ihr könnt euch sehr darauf freuen. Bin seit der ersten Stunde eigentlich Diablo 2 Spieler und auch Fan des Spiels. Spiel einmal pro Jahr das Spiel tatsächlich komplett durch. Bis Schwierigkeitsgrad Hölle, Baal besiegt, allen drum und dran. Normalerweise auch tatsächlich ein Charakter bis maximal ausgerüstet dann auch. Weil es einfach immer wieder Spaß macht und ich habe mich wirklich extrem gefreut, dass Diablo 2 ein Remake bekommen hat, beziehungsweise Resurrected rausgekommen ist. Und ja, wir starten jetzt gleich mal rein. Ich werde euch noch das ganze Ohr abquatschen können, das ist kein Problem. Wir werden sehr viel Zeit in diesem Let's Play haben. Ich werde nicht irgendwie Powerplay vollführen, dass wir hier dementsprechend nur auf Itemjagd gehen oder das Ganze schnellstmöglich durchspielen. Nein, wir werden es hier genießen. Und zwar richtig genießen. Wir werden uns einmal die komplette Story anschauen. Ich habe übrigens schon mal eine Zauberin angefangen. Ich konnte mich nicht zusammenreißen. War zwar die letzten Tage im Urlaub, wo es rauskam. Bisschen unglücklich, aber es ist, wie es ist. Und habe tatsächlich selbst im Urlaub eine Zufuhr 10 Magierinnen zusammenbekommen. Die werden wir allerdings nicht spielen. Wir werden uns eine neue logischerweise erstellen. Wir werden mit einer Zauberin anfangen, denn ab Level 18 bekommen wir den Teleport. Mit Teleport kann man sich sehr schnell teleportieren. Zu einem Gegner beispielsweise, nehmen wir mal Baal als Beispiel, kann diesen ins Jenseits befördern, die Items einzacken und das Ganze wieder von vorne beginnen. Deswegen ist eine Zauberin tatsächlich für den Anfang, wenn man auf Itemjagd gehen möchte, die absolut beste Wahl. Mal abgesehen davon, dass der Magic Find bei einer Zauberin auch mit Abstand das Höchste ist, was man erreichen kann. Liegt aufgrund des Sets. Dazu aber auch gleich mehr. Prinzipiell einmal vorweg, ich werde dementsprechend sehr, sehr viel erklären. Ich spiele das Spiel seit eigentlich den 20 Jahren, die es das Spiel gibt. Tatsächlich immer mal wieder, kenne mich dadurch auch recht gut aus, würde ich mal behaupten. Und ich werde euch dementsprechend alles, was ich weiß, auch in diesem Let's Play mitgeben. Das heißt, wenn ihr absolute Neulinge seid für Diablo 2, werdet ihr hier auch glücklich werden, auf jeden Fall. So, wir geben unserer guten Dame erstmal einen Namen. Das ist bei mir leider ein Standardname, den ich seit 15 Jahren benutze und den werde ich auch weiter benutzen. Das ist nämlich nur PP Ice. Denn es wird eine Frostzauberin werden, beziehungsweise eine Blizzardzauberin werden. Ist nicht das stärkste Bild für diese Zauberin-Klasse. Aber mein Lieblingsbild und darauf kommt es letztendlich an. Vorweg auch dazu nochmal, wenn euch irgendeiner einreden möchte, das ist die Nonplusultra-Möglichkeit, Diablo 2 durchzuspielen. Der liegt völlig falsch. Man kann dieses Spiel auf abartig viele Weisen nämlich durchspielen. Es ist völlig egal, was ihr spielt. Selbst mit einer Nahkampfzauberin mit Schwertern ausgerüstet, wäre das Spiel ohne Probleme durchzuspielen. Wenn man ungefähr weiß, wie. Und das werde ich euch dementsprechend vermitteln. Lasst euch nichts einreden, ihr könnt dieses Spiel spielen, wie ihr wollt. Und es gibt keinen ultimativen Weg, dieses Spiel zu spielen. Das ist das Schöne nämlich daran. So, wir können hier oben, das ist jetzt die neue Resurrected-Grafik, das hier ist die alte Grafik. Ich glaube, ich werde das Gamma gleich nochmal ein kleines bisschen hochdrehen. Muss man dann mal gucken, wie es im Ingame aussieht. Ist nämlich bei euch noch ein kleines bisschen dunkler bei YouTube gerendert, wie es bei mir sowieso schon ist. Und das hier ist jetzt die neue Grafik. Dazu ganz kurz, wir werden einmal den normalen Schwierigkeitsgrad jetzt in der normalen Grafik durchstehen. Den Schwierigkeitsgrad Albtraum werden wir in der guten alten Grafik durchspielen und Hölle werden wir dann wieder in der neuen Grafik durchspielen. Somit haben wir auch einmal alles abgedeckt. Ich werde allerdings immer mal wieder zwischen den Grafiken herschalten, um einfach mal die Unterschiede klar zu machen, was sich alles verbessert hat. Und es hat sich Gott sei Dank nur die Grafik verbessert, minimalste Ingame-Inhalte und den Rest haben sie so gelassen, wie es ist. Denn dieses Spiel ist meiner Meinung nach eines der perfektesten Spiele, die es gibt und die Benchmark für sämtliche Spiele in diesem Genre. So. Genug geredet erstmal, wir werden jetzt anfangen mit dem Game. Ich werde euch danach noch sehr, sehr viel mehr erzählen. So, wir starten jetzt in das Game. Gleich kommt eine Zwischensequenz, da werde ich dementsprechend meine Klappe halten. Wir sehen uns dann gleich im Game wieder. Genießt es, denn auch gerade die Story von Diablo 2 ist wirklich eine Perle, muss man sagen. Und ja, genießt es einfach. Ich werde es tun. Guten Tag. Interessanterweise hat es mir, das Video ausgeblendet. Wo ist mein Video? Juhu. Gut, wir müssen das Video nochmal starten, beziehungsweise wir werden es nochmal starten. Speichern und verlassen. Wir können das Video auch einzeln abspielen, das ist nicht das Problem. Wir haben hier unter Videos, haben wir das erste, die Klage der Schwester.
Oh, cool. Klassische Videosequenzen ansehen. Oh, wir können sogar uns die alte und die neue angucken. Oh, das werden wir auch irgendwann mal machen, auf jeden Fall. Uns das Ganze nochmal in alt angucken. Die Videos wurden komplett überarbeitet von Blizzard. Wir werden uns jetzt den Beginn nochmal angucken. Aus irgendeinem Grund wurde er geskippt. Endlich finde ich euch. Tyrael, ja. Ja, nun erkenne ich euch. Ich hätte wissen müssen, dass ihr verkleidet reist. Sie sehen alles. Ich suche schon lange Zeit nach euch, Marius. Ich dachte schon, ihr wollt nicht gefunden werden. Oh, bitte vergebt mir, Tyrael, bitte. Es war nicht meine Schuld. Nicht eure Schuld? Sagt mir mal, inwiefern war es nicht eure Schuld? Der Wanderer. Ja, es war... der Wanderer. Meine Zeit in der Zitadelle schien so lange hier zu sein. Ich suchte Schutz vor meinen Erinnerungen bei anderen Ausgestoßenen in den Bergen jenseits des Osttors. Gekämpft. Denn wenn ich träume, kehrten die Erinnerungen zurück. Erinnerungen an das Kloster und das Böse, dem es anheimgefallen war. Träume, Erinnerungen. Ich konnte sie nicht mehr unterscheiden. Diese gebrechliche Gestalt, kaum fähig, ihr eigenes Schwert zu halten, der sengende Schrecken sein, der mich in dieses Versteck einst trieb. Von eigenen Dämonen gejagt, mühsam unter Kontrolle zu halten. Und er verlor den Kampf.
als ich es sah, war ich überzeugt, wahrhaftig den Verstand zu verlieren. Der Schreck, die Zerstörung, das Böse, das ich sah. Wie sonst könnte ich das erklären? Entstammte diese Dämonen meinen Träumen? Oder waren sie in den Anfang geboren worden? Warum war ich ihm gefolgt? Ich weiß es nicht. Warum geschehen Dinge so, wie sie im Traum geschehen? Ich weiß nur, als er lockte, musste ich ihm folgen. Von dieser Stunde an reisten wir gemeinsam. Nach Osten. Stets nach Osten. So, damit haben wir das dementsprechend auch gesehen. Das war dementsprechend das erste Video. Ein paar Folgen noch, man sieht es hier, man schaltet dann dementsprechend frei. Der Untertitel übrigens ist ausblendbar. Ich wusste allerdings nicht, dass der eingeblendet ist. Habe nämlich die Standardeinstellung so gelassen. Jetzt wissen wir allerdings hier auch Bescheid und werden dann dementsprechend beim nächsten Video ausgeblendet haben. Der hat mich tatsächlich selbst genervt, muss ich sagen. Guten Tag. Mega geiles Video. Die Videos wurden tatsächlich komplett überarbeitet, wenn man sich mal die alten im Vergleich anschaut. Sieht man auch, da hat sich ein bisschen was getan. Sonst tatsächlich alles 1:1 gleich geblieben. Auch die Tonspuren und so weiter und so fort. Auch alles andere, die Hintergrundmusik, ist alles gleich geblieben. Wir können gleich mal umschalten. Mit der Taste G können wir nämlich umschalten. Von alt auf neu. Und jetzt sieht man dann schon den wirklich gewaltigen Unterschied von der alten Grafik und den wenigen Details, die das Spiel hatte, allerdings trotzdem hat es Details, und den neuen Details, die dementsprechend ins Spiel reingekommen sind. Man kann nämlich auch in der alten Version einfach ganz normal spielen. Das werden wir tun, wenn wir in Albtraum-Schwierigkeitsgrad spielen, werden wir in dieser Grafik ganz früh spielen. Ob euch das gefällt oder nicht, ist mir egal, ich möchte es tatsächlich so haben. Und dann werden wir das erste Mal, werden wir jetzt in dieser Grafik allerdings komplett durchspielen. Wir springen nur ab und zu mal, um mal deutlich zu machen, was hat sich alles getan. Guten Tag. Denn die Grafik ist so ziemlich das Einzige, was sich ändert. Wo ich Blizzard wirklich dankbar dafür bin, dass sie diesmal nicht im Spiel rumgepusht haben, wie sie es leider in anderen Titeln bereits getan haben, sondern alles so gelassen haben, wie es ist. So, auch die Dialoge werden wir uns komplett anhören. Es wird alles dementsprechend vorgelesen bzw. gesprochen, synchronisiert ist alles, und das werden wir uns auch alles anschauen von jedem einzelnen Charakter, den wir so in der Welt treffen. Bevor wir jetzt mit Warefrieden, der uns die Begrüßung hier dementsprechend gibt, werden wir einmal kurz in die Truhe reingucken, denn hier ist einer der größten Unterschiede zum normalen Teil bzw. zum alten Teil, denn wir haben eine persönliche Truhe, die bei weitem größer ist wie die damalige Truhe, die man hatte. Die alte Truhe war ungefähr, man könnte sagen, das hier. Oh, ja, so ungefähr das hier. Also selbst die alte Truhe ist größer und man hat mittlerweile geteilte Truhen. Das heißt, eigentlich insgesamt 4 Truhen zur Verfügung, erweiterte Truhen sogar schon, und kann diese dementsprechend mit allen Charakteren teilen. Ich habe jetzt hier noch nichts drin, das ist auch Absicht. Auch das Gold übrigens kann man teilen. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Da ist es tatsächlich so, das ist eine Neuerung, die ich sehr, sehr begrüße, die jeder einzelne Diablo-Spieler begrüßt, denn das war ein riesengroßes Problem. Man hatte am Schluss mehrere Bankchars bzw. mehrere Accounts mit Bankchars, nur um seine Items zu sortieren, was extrem schrecklich war.
Das Inventar selbst ist gleich geblieben, was ich auch Gott sei Dank so haben möchte. Denn würde man das Inventar vergrößern, dazu werden wir dann gleich kommen, wenn ich dementsprechend erkläre, wie es in-game überall alles funktioniert, würde das Spiel eine abartige Wendung nehmen, und zwar nicht ins Positive, sondern ins Negative, denn man würde einfach durchrennen können durch das ganze Game. Selbst durch die Schwierigkeitsgrad Hölle könnte man mit einem Fingerschnippen durch, wäre das Inventar größer. Dazu aber später mehr. Wir gehen jetzt erstmal in der Story weiter und werden jetzt dann erstmal ein bisschen uns mit den Leuten befassen. Seid gegrüßt. Mich überrascht nicht, euresgleichen hier zu sehen. Viele Abenteurer sind diesen Weg gekommen, seit der jüngste Ärger anfing. Zweifellos habt ihr von der Tragödie gehört, die über Tristram kam. Manche sagen, dass Diablo, der Herr des Schreckens, wieder auf Erden wandelt. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, aber vor wenigen Wochen kam ein dunkler Wanderer dieses Weges. Er wollte zum Gebirgspass, der vom Kloster der Jägerinnen bewacht wird. Vielleicht ist es Einbildung, aber das Böse scheint ihm auf den Fersen gefolgt zu sein. Seht ihr, kurz nachdem der Wanderer die Klosterpforte passierte, wurde der Pass geschlossen und seltsame Kreaturen suchten das Land heim. Bis es außerhalb des Lagers sicherer ist und die Tore wieder geöffnet werden, bleibe ich mit meiner Karawane hier. Ich hoffe, ich kann nach Lut-Golain aufbrechen, ehe der Schatten, der auf Tristram fiel, uns alle verschlingt. Wenn ihr dann noch lebt, nehme ich euch mit. Ihr solltet auch mit Akara sprechen. Sie scheint im Lager das Sagen zu haben. Vielleicht weiß sie mehr. So, dann werden wir zu Akara dementsprechend gehen. Man kann übrigens noch weiter mit denen reden. Einführung, Dratschen beispielsweise, können wir einmal machen. Werden wir jetzt nicht mit dem Regencharakter machen, dann würde das als Player tatsächlich ein bisschen zu weit führen. Wenn ihr das möchtet, gerne mal in die Kommentare setzen, dann können wir das nachholen im Schwierigkeitsgrad Albtraum oder Hölle. Die tollkühne Kashia befehligt die Bogenschützen der Jägerinnen im Kampf. Aber ich habe nur selten mit ihr gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass sie Fremde nicht besonders mag. So kriegen wir noch ein paar Hintergrundinformationen über einzelne Charaktere im Dorf beispielsweise oder im Lager der Jägerin und so weiter und so fort. Wir werden das jetzt erstmal auslassen. Die Folge übrigens wird, ich werde sie aufnehmen, hochladen, veröffentlichen. Also sie wird gleich kommen und dann werden die nächsten Folgen kommen. Das heißt, wenn ihr jetzt Kommentare in diese Folge reinschreibt, ist die zweite wahrscheinlich nicht mal produziert. Gerne auf Fehler hinweisen, wenn ich irgendwas verbessern soll. So, wir werden jetzt erstmal zu Akara gehen. Da kriegen wir nämlich unseren ersten Auftrag. Ja, auch nochmal ganz kurz. Alt zu neu. Ich deck. Ein krasser Unterschied. Übrigens, man sieht, Q hier, Q da. Letztendlich liegt nämlich das Neue nur über dem alten Spiel, was auch dafür führt, dass wir beispielsweise Bugs drin haben, beziehungsweise auch eine etwas trägere Steuerung, was aber den Spieltagen abgefußt, sondern tatsächlich eher geil ist, muss ich sagen. Seid gegrüßt, junge Zauberin. Es ist gut, mehr von euch in diesen dunklen Zeiten im Einsatz zu sehen. Meiner Meinung nach braucht die Welt mehr Frauen, die gegen den großen Schatten kämpfen. Aber wo bleiben meine Manieren? Ich bin Akara, Hohepriesterin der Schwestern vom verborgenen Auge. Ich heiße euch in unserem Lager willkommen, fürchte aber, ich kann euch in diesen baufälligen Mauern nur unzulängliche Unterkunft bieten. Seht ihr, unsere uralte Schwesternschaft ist Opfer eines seltsamen Fluches geworden. Die mächtige Zitadelle, wo wir seit Generationen die Pforten zum Osten bewachten, wurde von der bösen Dämonin Andariel verheert. Ich kann es noch nicht glauben, aber sie hat viele unserer Jägerinnen-Schwestern gegen uns aufgebracht und uns aus unserem angestammten Heim vertrieben. Nun sind die letzten Verteidigerinnen der Schwesternschaft entweder tot oder in der Wildnis verstreut. Ich flehe euch an, bitte helft uns. Findet einen Weg, diesen schrecklichen Fluch von uns zu nehmen, und wir werden euch ewige Treue schwören. In der Wildnis gibt es einen mächtigen Ort des Bösen. Kundschafter von Kashias Jägerinnen haben mich informiert, dass in einer Höhle in der Nähe Geschöpfe des Schattens und Schrecken von jenseits des Grabes hausen. Ich fürchte, diese Kreaturen rotten sich für einen Angriff auf unser Lager zusammen. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, findet das dunkle Labyrinth und vernichtet die widerlichen Bestien. Möge das große Auge über euch wachen. So, wenn ihr diese Kuh Moon hört, ist das übrigens der Original-Sound von damals tatsächlich auch noch. Sehr, sehr cool tatsächlich. Es tut mir leid, aber selbst sowas fällt mir auf. So, Questlog, wir haben unsere erste Quest bekommen. Ich kann gleich noch was zur Story sagen, möchte allerdings nicht zu weit vorgreifen, was mir allerdings ab und zu mal passieren wird, gerade wenn ich ein bisschen weiter aushole. Wir haben gerade von Andariel gehört. Andariel gehört zu den vier geringeren Übel. Es gibt die drei, also insgesamt gibt es sieben. Die drei großen Übel,
Das ist einmal Diablo, Baal und Mephisto. Dann gibt es die vier Geringübel. Dazu gehört Andariel, Duriel, Asmodee und Belial. Habe ich jetzt einen vergessen? Ich glaube nicht. Das sind die, also insgesamt 7 Stück. Wenn ich jetzt einen vergessen habe, sorry dafür. Und ja, dementsprechend gegen diese werden wir jetzt kämpfen. Also Andariel ist hier erstmal dann der Endgegner, den wir vor uns haben. Aber jetzt haben wir erstmal eine kleine Aufgabe bekommen. Charis ist unsere Schmiedin. Ich bin Charzy, die Schmiedin des Lagers. Es ist gut, dass hier ein paar kräftige Abenteurer auftauchen. Viele unserer Schwestern haben tapfer gegen Diablo gekämpft, als er die Stadt Tristram zum ersten Mal angegriffen hat. Sie kamen als erfahrene Kriegerinnen zurück, manche mit sehr mächtigen Gegenständen. Es scheint allerdings, als wäre ihr Sieg nur von kurzer Dauer gewesen. Die meisten sind seither Andariel verfallen. Ja, also die Korrumpierten. So, hier übrigens merkt man den Größenunterschied. Wir können mal umschalten. Gerade bei Feuer und so weiter, bei Fackeln, das Ganze ist schon eine ganz andere Hausnummer da dementsprechend. Ja? So, hier können wir dementsprechend handeln und reparieren Handel treiben und reparieren. Bei Akara übrigens können wir auch handeln. Die ist eher für Heiltränke zuständig. Wir werden oben so gut wie nie reparieren müssen, hoffe ich. Eher selten tatsächlich hier bei Akara. Werden wir allerdings sehr viel kaufen müssen, gerade was Mana-Tränke angeht. Mana-Verbrauch ist tatsächlich bei der Zauberin extremst. So, zusätzlich haben wir eine Karte, die wir benutzen können. Diese lässt sich dementsprechend einblenden. Es gab auch mal die Möglichkeit, diese umzuschalten, beziehungsweise die Perspektive von dieser Karte zu ändern. Ich werde herausfinden, noch wie. Dann können wir die dementsprechend nämlich umblenden. Nach oben beispielsweise in die rechte Ecke. So, des Weiteren haben wir einen Glücksspieler. Dazu werden wir uns dann gleich beschäftigen. Wir ziehen tatsächlich erstmal, sonst haben wir gar nichts gemacht in dieser Folge. Wir werden jetzt erstmal losziehen und werden noch die erste Quest erledigen. Folgen übrigens... Na? Das Böse soll sich vorsehen. Wenn wir schon mal was sagen, dann müssen wir es auch was sagen lassen. So, wir sind jetzt im ersten Gebiet und werden jetzt dann einmal die Höhle suchen, die wir gehen sollen. Und die Höhle sollen wir komplett säubern. Wir werden am Anfang, ja, fast alles erstmal mitnehmen. Müssen wir nicht unbedingt. Und hier haben wir die ersten Gegner. Gefallene. Gibt es dann in verschiedenen Stufen. Dazu werde ich dann später auch noch was sagen, wenn es dann dementsprechend soweit ist. Änderung ist tatsächlich, dass wir Gold automatisch einsammeln. Was ich sehr schön finde, ist, dass man das tatsächlich ausstellen könnte. Also man Gold, wenn man vorbeiläuft, hebt man automatisch aus. Kennt man aus dem dritten Teil. Hier beispielsweise 3 Gold. Ich könnte draufklicken, so war es damals. Man musste wirklich für jedes einzelne Goldstück, was auf dem Boden liegt, das sind sehr viele in Diablo, musste man klicken. Ja, hier ist es jetzt so, dass man es automatisch aufhebt. Kann man ausstellen, wenn man das nicht haben möchte. Das ist tatsächlich eine Option, die finde ich sehr sinnvoll und die werden wir auch definitiv drin lassen. So, Mana-Schrein. Das heißt, wir regenerieren Mana. Mana brauchen wir beispielsweise für Feuerangriffe. Das ist der erste Angriff, den wir haben. Und man sieht schon, die sind um einiges mächtiger. Dank des Schreins, den wir jetzt gerade haben, verbrauchen wir auch nicht abartig viel Mana. Das heißt, ja, wir können damit jetzt erstmal hier wirklich freudig durch die Gegend laufen. Und die wirklich sehr guten Gegner töten. Auch hier der Unterschied gigantisch. Auch die Atmosphäre wirklich sehr gut eingefangen. Und ich finde, noch besser getroffen. Also es ist noch dunkler geworden, als es sowieso schon war. So, hier haben wir jetzt die Höhle gefunden. Karten in Diablo übrigens, also in Diablo 2 übrigens, rein random. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einlogge, habe ich eine andere Karte. Es ist niemals die gleiche Karte. Auch Höhlen sind immer anders gestaltet. So, töte alle Monster in der Höhle. Das kriegen wir hin. Auch Höhlendesign natürlich eine Nummer für sich geworden. Richtig, richtig schön. Halt. Eines muss ich auch sagen, aufgrund, dass es ein bisschen dunkler ist, hier sieht man die Jägerin ohne Probleme. So ist es eher schwieriger. So. Magierin ist natürlich eher für Zauber bekannt, jetzt nicht gerade fürs Schlagen. Das heißt, ja, man sieht, wir brauchen tatsächlich sehr viele Schläge, um einen Gegner ins Jenseits zu befördern. Aber nur den einen oder anderen Brandpfeil, beziehungsweise Feuerblitz. Und dann haben wir schon unser erstes Level-Up. So, kleinen Moment bitte. Nicht wundern. So, kämpfe momentan gegen eine kleine Erkältung. Und deswegen, ja, muss ich mir ab und zu mal räuspern. So, neuer Wert. Wir haben einmal das Menü. Das werde ich euch nachher noch erklären in der nächsten Folge. Das würde jetzt alles zu weit führen. Ich möchte tatsächlich noch ein bisschen in-game was zeigen. Wir werden jetzt erstmal, was man eigentlich nicht machen soll, auf Energie gehen. Allerdings brauchen wir wirklich sehr, sehr viel Mana als Magierin und werden jetzt erstmal hier alle Punkte reinstecken. Ich werde nachher dann auch noch erklären, wieso man das normalerweise nicht so macht, aber man kann auch nochmal umskillen. Das werden wir dementsprechend auch nutzen.
So, des Weiteren werden wir von Feuer logischerweise auf Eisblitz gehen. Ich heiße nicht umsonst PP Eis. Dieser ist... Der größte Vorteil ist, dass wir Gegner einfrieren, diese dadurch langsamer werden und weniger gefährlich sind, weil wir einfach diese Gegner weglaufen können. Allerdings verlieren wir ein bisschen an Wumms. Das heißt, das Eis ist ein kleines bisschen schwächer wie das Feuer. Das hier ist beispielsweise auch übrigens was komplett Neues. Normal sieht das Ganze so aus. Hier tatsächlich ein neues Element dazugekommen. Was ganz cool ist, lockert das Ganze ein bisschen auf. So, Gargantua sind große Wesen, die es dann auch nur in verschiedenen Formen gibt. Normalerweise alle Gegner werden hier relativ gut recycelt. Das heißt, wir haben einmal die normalen Gegner, dann haben wir das gleiche Modell mit Elite. Da ändert sich dann meistens nur die Farbe und der Name. Und das haben wir so gut wie bei allen Modellen. Aus Gargantua werden beispielsweise später Yetis und glaube auch Monster oder Tiermenschen, glaube ich, noch heißen es. Oh, Schein der Fertigkeit ist immer ganz gut. Der erhöht letztendlich die Fertigkeiten, die wir haben momentan. Wir erinnern uns, vor 3 Sekunden war es nämlich der Eisblitz Rang 1. Wenn wir jetzt mal in die Fertigkeiten reingucken, das ist das Falsche, haben wir 2 Fertigkeiten dazu bekommen. Das heißt, wir sind jetzt schon bei Fertigkeit 3. Allerdings nur so lange, wie dieser Schrein aktiv ist. Bedeutet, wir machen definitiv mehr Schaden. Allerdings, oh, okay, das erste Item, was droppt, sorry, das erste Item, was droppt, ist ein gelbes. Es läuft gut für uns. Und ein Ring, oder? Ne, ein ledierter Boss. Auch sehr wertvoll. Gerade für den Anfang wirklich gut. Kann man gut verkaufen am Anfang. Oh, hier haben wir schon den ersten Elite-Gegner. Ich erkläre gleich durch die Item-Stufen. Werden wir gleich noch hinkriegen. So, hier oben ist der Elite-Gegner der Höhle. So, immer erst die Schamanen töten. Diese lassen nämlich die kleinen Gefallenen immer wieder auferstehen. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Wir haben gleich keine Mana mehr. Und dann kann man letztendlich einen unendlichen Kampf gegen die kleinen Gefallenen führen, was einfach nur mega nervig ist, tatsächlich. So, wir haben hier untote Diener. Die sind ein bisschen stärker wie die normalen Gegner, einfach weil Diener dahinter steht. Das heißt, die haben mehr Leben, die hauen ein bisschen dicker zu. Und hier haben wir einen in gelber Schrift. Hier, blenden wir die Karte für euch aus. Dann ist das Ganze ein bisschen übersichtlicher. Der hat tatsächlich um einiges mehr Leben und macht um einiges mehr Schaden und hat immer auch immer spezielle Fähigkeiten. Spektralschlag beispielsweise macht tatsächlich einfach mehr Schaden. Und es ist ein Untoter. Mit dem Knüppel oder einer Keule beispielsweise würden wir da mehr Schaden machen. So, 2 blaue Items. Elite-Gegner droppen immer bessere Beute. Das mit dem gelben Item war tatsächlich sehr viel Glück. Gerade am Anfang, muss man sagen. Denn die Stufen sind weiße Items, wie hier diese Kappe. Dann haben wir die blauen Items. Danach kommen die gelben Items. Danach kommen goldene Items, beziehungsweise grüne Items. Goldene Items sind meiner Meinung nach gleichwertig. Und grüne Items sind Set-Gegenstände beispielsweise. Auch hier das ganze Lager im Alten gar nicht da. Aber ist ganz cool gemacht. Das ist übrigens dann immer da. Also hier steht immer der gleiche untote Gegner. Also es ist immer der Untote. Er hat, kann mal anders sein, dass er auch mal Giftschaden und so weiter hat. Ist möglich. Allerdings das hier ist dann auch immer gleich. So, wir werden jetzt erstmal die Höhle weiter säubern. Das ist nämlich unser Auftrag. Und können jetzt dann eigentlich gleich, wir haben das nächste Level bereits erreicht, können gleich nochmal umskillen. Beziehungsweise weiter skillen. Würde jetzt mal in Vitalität gehen. Vitalität ist letztendlich unser Leben, das wir haben. Und da wir das nicht verlieren möchten, ist natürlich ganz geil, wenn das möglichst hoch ist. Gerade bei der Zauberin ist es sehr niedrig. Dafür haben wir einen relativ großen Mana-Pool. Leider nur relativ groß, denn wir verbrauchen dementsprechend auch sehr viel von dieser Ressource. Und können jetzt dann hier sagen, Eisrüstung beispielsweise skillen. Wir gehen jetzt aber erstmal auf Eisblitz, werden dann aber gleich Eisrüstung auch mit skillen. Dies ist recht wichtig, damit wir überleben. So, ein Monster ist übrig. Im Normalfall ist das ein Gefallener, der noch irgendwo steht, der wieder auferstanden ist. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir dieses Monster... Oder hier unten. Da haben wir noch was nicht erkundet. Wir laufen mal zurück. Normalerweise, meiner Erfahrung nach, ist es tatsächlich ein Gefallener, der wieder auferstanden worden ist. Erstickungselixier sollte man immer mitnehmen. Die Dinger sind einfach viel Gold gerade am Anfang wert. Also Erstickungselixiere, Knallelixiere am Anfang einsammeln. Die bringen tatsächlich am meisten Kohle beim Verhändler, wenn ihr nicht eure gelben Items... oder blauen Items gleich verkaufen wollten. Normalerweise wollte diese nämlich anziehen. Denn nach Möglichkeit wollen wir unsere Charakter natürlich so gut wie möglich ausstatten. Gerade am Anfang lohnt sich aber eigentlich auch, das weiße Zeug aufzuheben, denn man hat am Anfang wirklich gar nichts, haben wir ja gesehen, bis auf den Stab. Und so haben wir zumindest schon mal eine Kappe und ein paar Handschuhe. So, hier ist unser letzter Gegner. Und damit haben wir die Quest abgeschlossen. Diese Grotte wurde vom Bösen gesäubert. So, und wir sollen jetzt zu Akara dementsprechend zurückkehren und können uns unsere Belohnung abholen. So, wir haben eine Schrift für eure Stadtsportals.
Und eine Identifikationsschriftrolle, das wird natürlich nicht reichen. Deswegen haben wir aber das Zeug mitgenommen. Denn jetzt betreiben wir das erste Mal ein kleines bisschen Management mit unserem Gold. Aber erstmal die Quest abgeben. Ihr habt die Höhle des Bösen gesäubert. Ihr habt mein Vertrauen erlangt und gebt mir möglicherweise den Glauben an die Menschheit wieder. Euer Lohn ist die Ausbildung in einer Fertigkeit eurer Wahl. So, was haben wir jetzt bekommen? Und zwar, wir können jetzt eine neue Fertigkeit vergeben. Einen neuen Fertigkeitspunkt dazu bekommen. Das ist tatsächlich so ziemlich die beste Belohnung, die man kriegen kann. Denn Fertigkeitspunkte sind limitiert. Wir können maximal Level 99 erreichen. Das heißt, maximal 99 Fertigkeitspunkte. Allerdings durch spezielle Quests, wie beispielsweise diese hier, können wir das noch tatsächlich steigern. Das heißt, wir können am Ende mehr als 100 Fertigkeitspunkte erreichen. So, wir werden jetzt nochmal einen Eisblitz skillen. Und damit machen wir nämlich schon 5 bis 8 Schaden, nicht nur 4 bis 6 Schaden. Zur Skillung selber werde ich in der nächsten Folge einiges sagen, da das jetzt zu weit führen würde. Zusätzlich, das wurde nachgepatcht bei Diablo 2 damals, das gab es am Anfang nicht. Werte und Fertigkeiten zurücksetzen können wir ein einziges Mal jetzt tun. Werden wir jetzt natürlich nicht tun, aber können wir dann ein einziges Mal tun. Danach ist diese Option weg und können dann unsere ganzen Fähigkeiten, wie beispielsweise, dass wir was in Mana oder in Leben gesteckt haben, neu setzen. Und auch alle Skillpunkte in Eisblitz könnten wir damit neu setzen. Pro Schwierigkeitsgrad bekommen wir das einmal. Das heißt, wir haben dreimal die Möglichkeit, Schwierigkeitsgrad 1, Albtraum und Hölle, dreimal insgesamt unsere Fertigkeiten zurückzusetzen. Und das war's danach auch. Wenn wir uns dann verskillt haben, das letzte Mal, wenn wir es das letzte Mal zugesetzt haben, ist es so, dann müssen wir leider damit leben. Würde uns allerdings nicht passieren. So, wir verkaufen jetzt erstmal alles, was wir haben. Wir können ganz normal mit STRG und Linksklick das Zeug verkaufen. Wir können es aber auch hier reinziehen. Das waren jetzt nur 33. Wenn man das Zeug nicht identifiziert, ist es nur 39 wert. Wenn wir jetzt das Ganze mit einer Identifikationsrolle beschmeißen, ist es auf einmal 1073 wert. Das lernen wir daraus, immer Gegenstände identifizieren, wenn ihr das tun könnt. So, des Weiteren, die Elixiere, wie gesagt, sind recht viel wert. 144 ist tatsächlich für ein Elixier sehr, sehr viel. Hier auch, man hat gesehen, wie viel wir für so eine Waffe kriegen. Hier beispielsweise für was Weißes, 9. Deswegen diese Elixiere mitnehmen. Auch hier der Verkaufspreis 250 für einen ledierten Tobast. Diese würde ich euch allerdings empfehlen, nicht zu verkaufen, sondern zu behalten, denn die werden wir später für Runenwörter unter anderem benötigen. So, die hier benötigt eine Stärke von 15, die haben wir nicht, die können wir verkaufen. Haben damit jetzt 400 Gold und das erste, was wir tun, erstmal ein Buch kaufen, einen Folianten kaufen. Denn damit haben wir eine Identifikationsschriftrolle gekauft, die auch so schon 80 kosten würde. Und wir können weiter Gegenstände identifizieren, können aber auch diese Gegenstände verkaufen und neue Rollen kaufen, die dann automatisch im Buch landen. Und im Buch können wir dann einfach mehrere stacken. Insgesamt eine Anzahl von 20 Stück ist hier möglich, das heißt 20 Identifikationsschriftrollen könnten wir jetzt erwerben hierdurch. So, das Schild werden wir auch verkaufen. Die großen Heiltränke kann man am Anfang auch verkaufen. Die sind ein bisschen mehr wert. Die hier nur 15, der hier 37. Wenn man am Anfang das Gold braucht, gerne tun. Denn die werdet ihr am Anfang nicht brauchen, weil das Mana hier stellen 40 Mana-Punkte wert. Wir haben 49. Wir haben 52 Lebenspunkte. Die stellen 30 Lebenspunkte wieder her. Also man sieht schon, in der Relation ist es besser. So, das Schild werden wir tatsächlich erstmal behalten. Vor allem, es hat plus 2 Mana drauf, was ganz geil ist zu werten. Und allgemein werde ich später noch was sagen. Und das Angreiferladeschaden von 1 ist auch gar nicht so verkehrt am Anfang tatsächlich. So, wir haben 313 Gold. Wir werden auch gleich nochmal eine Foliante des Stadtportals kaufen, den wir auch brauchen. Vor allem brauchen wir immer Stadtportale, weil sonst müssen wir tatsächlich zurücklaufen. So, wenn wir etwas nicht brauchen, können wir das in unsere Truhe reinlegen und können das dementsprechend, wenn wir es hier reinlegen, auch teilen. Schlüssel sind auch immer ganz wichtig. Wenn ihr Truhen findet, die verschlossen sind, wird immer ein Schlüssel benötigt. Man kann bis zu 12 Schlüssel aufeinander stacken. Danach fängt ein neuer Stack an. Sollte man immer mitnehmen, zumindest das weiße 12 sollte man immer dabei haben. So, das war es jetzt erstmal für die erste Folge. Ich weiß, das war jetzt sehr, sehr viel Input. Es wird noch ein bisschen mehr Input in den nächsten Folgen kommen. Ich versuche allerdings, das Spiel so zu erklären, dass es tatsächlich für euch Sinn macht. Es ist eine Art Let's Play Guide, könnte man sagen, für euch. Ich werde tatsächlich, hier kriegen wir übrigens die zweite Quest, die werden wir jetzt noch nicht annehmen. Geh weg von mir. Geh weg. Geh weg. Hier will ich nicht reden. Und werden dann, ich versuche das Spiel dementsprechend beizubringen, wie man es recht gut spielt. Nicht der optimale Weg, aber wie man sehr, sehr gut in dem Spiel zurechtkommt und was man so beachten sollte in dem Game, kann ich euch dementsprechend nahebringen. Das werde ich auch tun. Wird ein bisschen viel Text für mich, aber ich erzähle ja gerne Dinge. Ich hoffe, mein Hals ist beim nächsten Mal ein bisschen besser. Vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Wenn ihr keine Folge von Diablo 2 Resurrected verpassen wollt, gerne abonnieren, gerne die Glocke aktivieren, dann werdet ihr jedes Mal informiert, wenn ich ein neues Video online bringe. Gerne mal bei meinen anderen Let's Play Projekten vorbeischauen, unter anderem World of Warcraft beispielsweise, The Burning Crusade Classic.
Dann zusätzlich gibt es noch viele, viele andere Let's Plays auf meinem Kanal. Mittlerweile, ich glaube, an die 3000 Videos, die ich veröffentlicht habe. Ist eine ganze Menge für einen, der relativ wenig Abonnenten hat. Glaube ich zumindest. Und gerne mal bei einem Livestream vorbeischauen. Immer mittwochs um 19 Uhr, Sonntag um 19 Uhr oder Freitag um 20 Uhr. Wenn ihr freitags in den Livestream kommt und an der Kiste Bier, bitte nicht in den Livestream kommen. Ein Sixpack zählt übrigens nicht als Kiste Bier. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge bei Diablo 2 Resurrected. Dann geht's hier an der gleichen Stelle weiter. Ciao, ciao. Macht es gut.